Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Enlisted Show. Guten Tag, es wird mal wieder Zeit für Enlisted News. Es kam jetzt ein paar Tage kein Video, mich hat leider auch mit der Grippe erwischt. Man hört es vielleicht noch ein bisschen an meiner Stimme, die ist noch ein bisschen am Arsch. Aber trotzdem hat Enlisted jetzt einiges gedroppt, worüber wir mal zusammen reden sollten. Das erste, was uns erreicht hat, war die Verbesserung des Matchmakings. Und zwar wurde es jetzt so geändert, dass BR1 nicht mehr gegen BR3 spielen kann. Früher war das ja noch als weiche Regel eingeführt, jetzt haben sie das fix gemacht. Und umgedreht natürlich genauso, mit BR3 spielt sie jetzt auch nicht mehr gegen BR1, was vollkommen okay ist. Aber ich finde, die Änderung hat jetzt nicht so einen riesen Impact, weil ich hätte es eher besser gefunden, wenn sie es so gemacht hätten, dass BR1 komplett für sich alleine steht. Weil jetzt wirst du zwar nicht mehr vom BR3 abgeschlachtet, aber zum Teil halt trotzdem noch vom BR2, weil einfach der Gap zwischen BR1 und BR2 ist halt einfach verdammt groß. Wenn du halt gerade erst angefangen hast mit dem Spiel und du spielst gegen Leute, die halt da mit PPS 43, Panzer 3N oder Max MP40 rumrennen, die klatschen dich ja trotzdem gnadenlos aus dem Leben. Deswegen wäre es mir halt lieber, wenn sie das wirklich so machen würden, dass BR1 komplett für sich alleine steht und alles andere können sie von mir aus so lassen, wie es ist. Das juckt mich jetzt nicht großartig, weil gerade zum Beispiel, ich habe viele Amis BR1 gespielt und bei den Amis auf BR1, wenn du dagegen BR2 Deutsche spielst oder so, da hast du nicht so viel Spaß auf jeden Fall, weil du hast halt keine vernünftigen Panzer, keine Flugzeuge und Panzerabwehrwaffen auch nicht wirklich. Aber ist ja generell schon mal schön, dass die da irgendwas in der Richtung machen. So, kommen wir zum nächsten. Und zwar gibt es nämlich seit heute den Herbst-Sale. Nicht zu verwechseln mit dem Geburtstags-Sale von Enlisted. Das ist jetzt, ich weiß jetzt auch nicht, warum, was der Herbst-Sale soll. Weil ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass am 9. November rum dann der richtige Enlisted-Geburtstags-Sale noch kommen wird. Jetzt sind nur ein paar Trupps aus dem Shop für Echtgeld im Angebot. Zu den meisten Sachen habe ich schon Videos gemacht. Da müsst ihr euch mal auf dem Kanal ein bisschen umgucken, wenn ihr euch dafür interessiert. Aber generell würde ich vielleicht trotzdem warten bis zum richtigen Sale, wo auch die Sachen für Gold im Angebot sind. Ansonsten müsst ihr da mal durchschauen, was es da alles so Schönes gibt. Und jetzt kommen wir zu der größten Neuigkeit. Und zwar ist das das neue Event. Und man muss direkt sagen, mit dem Event, da haben sie sich einfach selbst übertroffen. In das Event ist mehr Arbeit reingeflossen als in die ganzen Updates dieses Jahr wahrscheinlich. Und da haben sie einen richtigen Banger rausgehauen. Ich hatte ja schon gehofft, dass zu Halloween jetzt der Zombie-Modus von damals wieder zurückkommt. Und das haben sie in gewissermaßen gemacht, aber da haben sie halt richtig abgeliefert, weil das jetzt einfach richtig geiles teambasiertes PvE ist. Mit riesengroßen Maps, mit neuen Gegnern, mit neuen Waffen. Also da haben sie wirklich ganz neue Mechaniken drin, was ich halt echt sehr geil finde. Also Props an den Typen, der das gemacht hat. Man kann ein bisschen drüber diskutieren, weil es gibt jetzt eine Art neuen Battle Pass. Ich switch jetzt mal kurz in-game, da kann ich euch das mal kurz zeigen. Und zwar, wenn ihr hier auf die Operation Earthfield geht, dann seht ihr hier unten quasi, das ist wie ein Battle Pass, der hat 30 Stufen. Den könnt ihr auch kaufen für den Preis von 990, also wie einen normalen Battle Pass. Hat allerdings nur 30 Stufen und ihr kriegt das Gold nicht wieder. Muss halt jeder selber wissen, ob es das wert ist für einen, das zu machen. Wir haben es auf jeden Fall gemacht. Und du kriegst am Anfang, wenn du den Battle Pass kaufst, kriegst du direkt einen Trupp. Der ist random, der Trupp. Und du kriegst auch danach die Trupps immer random. Also wir haben alle verschiedene gekriegt. Ich habe zum Beispiel die Sunnies gekriegt, dann habe ich die Assorte gekriegt. Das Schöne ist, die Trupps aus dem Event kannst du auch später im normalen Live-Game spielen. Ich kann es euch mal kurz zeigen, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier rausgehe, bei meinen Russen zum Beispiel. Hier habt ihr den schön mit seinem... Der Bart ist einfach der Wahnsinn. Der Bart ist halt richtig sexy. Der kommt auch standardmäßig mit den Waffen her. Kannst du auch noch dran rumbasteln, wie du willst. Bei den Amis ist das zum Beispiel der Sunny hier. Der Waverly Woodson. Und die kommen auch schon standardmäßig damit ihren Waffen. Die anderen sind halt noch Stock. Die müssen halt dann ausgerüstet werden. Aber trotzdem eine sehr geile Sache. Gerade der Japaner, auf den bin ich scharf. Der hat so ein Samurai-Kostüm. Das sieht halt sehr geil aus. An sich, das, ich werde vielleicht noch ein Gameplay-Video machen. Im Hintergrund sieht man ja schon ein bisschen Gameplay. Werde ich das wahrscheinlich einblenden von dem Event. Und es ist auf jeden Fall sehr geil gemacht. Sehr teambasiert, weil ihr müsst ja diese Tokens sammeln. Ihr kriegt die entweder durch die täglichen Aufgaben, die ihr erledigen könnt, wie im Battle Pass, also wie die Battle Pass-Aufgaben auch. Da sammelt ihr die Tokens und für die Tokens könnt ihr Stufen aufsteigen. Und hier schaltet ihr zum Beispiel das geile FG-42-2 frei. Sobald ihr das freigeschaltet habt, könnt ihr das in-game, also in dem Event, aus den Kisten ziehen mit der 50%igen Wahrscheinlichkeit. Oder ihr kriegt die Waffe halt auch ganz normal für euer Spiel. Also wenn ich jetzt, ich switch nochmal kurz zurück zu den Deutschen jetzt zum Beispiel. Wir hatten das Ding. Hier, nee, der nicht. Wo ist er denn? Irgendein Assaulter? Ja, hier genau. Dann habt ihr die Waffe auch ganz normal im Game. Finde ich jetzt nicht so tragisch mit den Skins. Da wird ja auch schon wieder ein bisschen gejammert, dass es halt alles nicht so historisch akkurat ist. Aber ganz ehrlich, das Sturmgewehr sieht, hat jetzt keine bunte Lackierung oder irgend so ein Scheiß. Und in-game fällt das keinen Sau auf. Wahrscheinlich wie das Sturmgewehr von jemand anders aussieht. Solange da jetzt keine bunten Fortnite-Skins kommen oder so, ist mir das relativ Wurst. Im Shop kann man auch noch ein paar Sachen kaufen.
Zum Beispiel gibt es dann die, da muss ich jetzt hier genau, die RD44. Die könnt ihr im Shop kaufen für 2900 Gold, glaub rum. Und da kriegt ihr 4 Stück davon, was auch ein Witz ist, weil in den MG-Trupp passen ja eigentlich nur 3 Leute rein. Und die könnt ihr dann auch direkt, wenn ihr die gekauft habt, aus den Kisten ziehen im Event und benutzen. Und dann gibt es natürlich noch den Sherman, den kann ich auch mal kurz raussuchen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Sherman Firefly. Ja, hier genau. Der sieht, ist halt ein bisschen Overkill, der Sherman. Also, der sieht halt ein bisschen sehr übertrieben krass aus, aber ich finde, es sieht ultra geil aus irgendwie. Keine Ahnung, den musste ich auf jeden Fall unbedingt haben. Den könnt ihr im Event dann leider nicht benutzen. Und er liegt leider auf der normalen Besatzung von allen anderen, aber das ist ja eh so ein Kriterium an den Ami-Panzern. Da habe ich ja schon lang genug drüber rumgeheult. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus, aber wie gesagt, das gibt es dann für echtes Gold oder halt echt Geld. Das ist halt, ja, muss halt jeder wissen, ob sich's lohnt. Sieht halt ganz nett aus, ist nice to have, aber man braucht es jetzt nicht unbedingt. Wie gesagt, zurück zum Event. Ihr habt ja hier diese Tokens, mit denen ihr weiterkommt. Und was das Schöne ist, am Battle Pass habt ihr ja nur 3 Aufgaben, die ihr maximal erledigen könnt. Außer ihr habt einen Premium Battle Pass. Hier kannst du eigentlich unbegrenzt Tokens sammeln, wie du lustig bist. Das ist eine sehr geile Sache. Ihr habt 2 Arten, das Ganze zu spielen. Ihr könnt auf Normal spielen oder auf Hard. Wenn ihr auf Hard spielt, kriegt ihr wesentlich mehr Punkte. Ich kann euch mal einen Screenshot einblenden. Wir haben das zu viert gespielt auf Hard. Sind alle mit maximalen Tokens raus und wir haben, glaube ich, 1000, 1040 Tokens rausgekriegt aus der Runde. Wenn man diesen Elite-Pass hier quasi gekauft hat, kriegt man doppelt so viel am Ende der Runde. Und mit den Tokens ist das so, die kriegt ihr halt für die Aufgaben, die ihr in-game erledigt. Oder es liegen ja Kisten rum, wo ihr random auch die Waffen rausziehen könnt. Wenn ihr die Kisten aufmacht, dann habt ihr im normalen Modus eine 20%ige Chance, dass die Tokens droppen. Oder bei Hard ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher, deswegen kriegt man da halt dann auch ein bisschen mehr raus. Und es macht auch keinen Unterschied, weil ihr könnt maximal 120 Tokens aufsammeln. Und wenn ihr sterbt, dann verliert ihr die und eure Teammates können die aufsammeln. Was aber nicht schlimm ist, weil am Ende, wenn ihr es schafft zu extracten quasi in dem Auto, dann wird das einfach das Gesamtergebnis, wird dann durch 4 geteilt und jeder kriegt gleich viel raus. Deswegen, das finde ich eine sehr geile Sache, weil dann wird sich da nicht drum geprügelt und Teamplay steht halt einfach weiter an der ersten Stelle. Und durch das Event kriegt ihr dann halt mehrere Sachen. Ihr kriegt halt Profilbilder. Ich kriege jetzt als nächstes zum Beispiel die Thompson. Dann gibt es hier noch eine PPSH, alle mit diesem geilen umwickelten Skin. Die RD44 gibt es nur zu kaufen, die kriegt ihr nicht aus dem Pass hier raus. Aber halt die anderen Waffen könnt ihr haben und wie gesagt, die könnt ihr im normalen Matches nutzen. Oder halt im Event könnt ihr die aus der Kiste ziehen, was euch das Leben wesentlich leichter macht. Gerade wenn ihr auf Hard spielen wollt, also wenn ihr eine Gruppe habt mit Leuten, mit denen ihr zusammenspielen könnt, dann würde ich euch empfehlen, Hard zu spielen, weil das lohnt sich einfach. Aber das kannst du halt nicht mit irgendwelchen Random-Dullies machen. Das musst du halt am besten mit Leuten im Discord machen, weil sonst hast du da ziemlich gelitten. Was ich halt Enlisted hoch anrechne, es gibt sehr viele verschiedene Maps, immer verschiedene Bossgegner pro Map. Das ist halt sehr geil gemacht. Einfach der in Tunesien, der ist ultra mies, der Endgegner irgendwie. Da haben wir bis jetzt immer reingeschissen. Aber die anderen haben wir jetzt auf Hard eigentlich ganz gut geschafft. Da sind wir jetzt ordentlich durchgegrindet. Deswegen bin ich jetzt auch schon kurz vor der Thompson. Weil wenn du da pro Runde irgendwie 700 bis 1000 Tokens rauskriegst, dann geht da auf jeden Fall gut was voran. Die Runden gehen dann halt auch mal eine Stunde oder so, aber macht auf jeden Fall ultra viel Spaß. Also wie gesagt, wenn ihr Leute habt, mit denen zocken könnt, ihr könnt auch gerne auf meinen Discord vorbeischauen, da findet ihr auf jeden Fall, da suchten gerade alle das Event ohne Ende, Link ist in der Beschreibung. Ich denke, ich werde dann vielleicht auch nochmal ein Gameplay dazu machen, wenn meine Stimme ein bisschen fitter ist und nicht zwischendurch ab und zu mal Hustenanfälle kriegt, das muss jetzt auch nicht sein. Oder vielleicht, wenn der gute Membudo Bock hat, denn sein Mikrofon funktioniert ja auch wieder, vielleicht kann ich mit dem da mal eine Runde spielen, das Ganze geht ja noch einen Monat. Müssen wir mal schauen, wie wir da alle so Zeit und Lust haben. Auf jeden Fall wird da noch ein bisschen reingesuchtet in das Event und wie gesagt, sowas können sie gerne öfter machen. Vielleicht auch irgendwann später in einen richtigen PvE-Modus rein, wo du halt so eine Gruppe spielen kannst. Einfach zwischendurch mal, um irgendwelche Belohnungen zu erhalten. Finde ich auf jeden Fall sehr geil. Da haben sie auf jeden Fall ultra viel Arbeit reingesteckt, so wie das Ganze aussieht. Und da bin ich auf jeden Fall happy mit dem Event und werde das jetzt ordentlich suchten. Wenn es so weiterläuft und wir weiter auf Hard ganz gut durchkommen in der Gruppe, dann kann man das Event auch recht schnell abschließen. Weil ich habe es ja gerade schon gesagt, ihr habt keine Begrenzung. Ihr könnt da so viel farmen, wie ihr wollt. Aber wenn ihr auf normal spielt, dann kriegt ihr halt einfach nicht ganz so viele Punkte. Deswegen mein Tipp an euch, sucht euch eine Gruppe und spielt mit Leuten zusammen, die sich halt koordinieren können. Weil ich glaube, wenn du da immer nur mit Randoms spielst, das wird dann auf kurz oder lang sehr frustrierend. Und dann zieht ihr da halt auch nicht so viele Punkte raus. Aber mir macht das Ganze halt ultra viel Spaß. Wie gesagt, normal müsste am 9. November rum eigentlich der Endless-Geburtstagshell noch starten. Ich glaube nicht, dass sie den ausfallen lassen.
Und da könnt ihr auf jeden Fall auch nochmal ordentlich was holen. Meine Empfehlung für den Sale jetzt wäre der Sherman Firefly, weil der ist für den Preis halt echt in Ordnung. Ich verlinke euch mein Video dazu, falls ihr euch für den Panzer interessiert. Und dann wäre es das erstmal von meiner Seite, bevor meine Stimme gleich wieder abkackt. Und dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Haut da rein.